Mehr als ein Sportverein. Mehr als Handball. Der Alpler HC Hart. Wir sind Spitzensport. Wir sind Jugendarbeit. Wir sind Netzwerk. Wir sind Fans. Wir sind soziale Verantwortung. Wir sind Ehrenamt. Und wir spielen um Platz 1. Der Alpler HC Hart. Herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk live aus dem Studio K19. Bei mir zu Gast die zwei Captains, Luca Raschle und Dominik Schmidt. Hallo. Natürlich gleich zu Beginn das Erfreulichste des vergangenen Wochenendes und deswegen möchte ich euch hier die Highlights zeigen vom Derby Bregenz gegen Hart. Stimmungsvoller Auftakt trotz beschränkter Besucherzahl. Das Ländle-Derby zwischen Bregenz Handball und Alpler HC Hart ist immer etwas Besonderes. Das weiß auch Markus Burger, der seine Mannschaft gut vorbereitet, wähnte gegen das Team des Harder Neo-Coaches Mario Bielis. Die Anfangsphase gehört den Gästen. Sie gehen früh in Führung, auch wenn sich Goran Aleksic im Tor der Bregenzer hier erstmals richtig auszeichnen kann. Hart ist engagierter, defensiv stärker und zeigt vorne seine ganze Klasse. Krismancic mit toller Bewegung und perfektem Abschluss. 13:7 nach 18 Minuten. Und gleich der nächste Angriff zeigt Harts Stärke und Bregenz Schwäche. Vor Zivkovic hatte Markus Burger explizit gewarnt. Dennoch trifft der Rückraum rechts nach Belieben, ist mit 7 Toren bester Schütze der Harder. Bregenz offensiv mit zu wenig Ideen. Die Gastgeber profitieren hier vom Missverständnis in der Harder Abwehr. Die attackiert Josip Juric-Grigic geschlossen, der schnell reagiert und Marco Koric am Kreis findet. Härte gehört zum Ländle-Derby, keine Frage, doch in der 29. Minute ist es der Härte zu viel. Frühstück wird von Horvath hart attackiert. Der Bregenzer Regisseur bleibt benommen liegen. Harts Rückraummann sieht zu Recht die rote Karte. Immerhin, Frühstück kommt wieder auf die Beine. Allerdings nicht mehr zurück ins Spiel. Das gilt auch für sein Team. 8 Tore Differenz zur Pause erweisen sich als zu hohe Bürde für den zweiten Durchgang. Hart kontrolliert das Spiel, erzielt schöne Treffer, wie hier durch Schwärzler. Markus Burger versucht es mit Aufmunterung von der Seitenlinie, aber der Motor der Harder läuft jetzt. Thomas Weber mit der ganz feinen Klinge von links außen. Während Luca Raschle schon im Cooldown-Modus ist. Und auch Krismancic greift nochmal tief in die Trickkiste. Sein magisches Anspiel verwandelt Matsch mit einem Hauch von Eleganz. Auf der Gegenseite bleibt Bregenz die Ehre des letzten Treffers der Partie durch Marco Koric. Und doch, die Gastgeber müssen sich in einem letztlich einseitigen Derby dem Alpler HC Hart mit 25:32 geschlagen geben. Hart feiert den zweiten Saisonsieg und eine geschlossene Mannschaftsleistung mit Treffern von fast allen Spielern. Ja, Luca, der Motor scheint wieder ins Rollen zu kommen. Ein klarer Derby-Sieg gegen Bregenz Handball konnte eingefahren werden. Meiner Meinung nach wurde ein klares Zeichen gesetzt, dass mit euch in dieser Saison zu rechnen ist. Gibst du mir da recht? Ja, ich denke, mit uns kann man noch rechnen. Wir wussten, dass noch nicht alles rund läuft von Anfang an. Und ich denke, wir haben jetzt endlich mal ein gutes Spiel gezeigt und auf dem können wir aufbauen. Dominik, wie hast du das Spiel von der Seitenauslinie gesehen? War das die Leistung, die man sich für die nächsten Spiele auch wünscht? Ja, auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an super Leistung gezeigt und vor allem im Angriff endlich mal das abgerufen, was wir auch können und daher auch, denke ich, verdient die 2 Punkte geholt. Luca, dass man am Sonntag gewinnen würde, stand ja eigentlich zur Halbzeit schon fest am Ende. Hätte das Derby deiner Meinung nach noch klarer ausfallen können oder nimmt man die 2 Punkte jetzt und ist mit dieser Leistung am vergangenen Sonntag zufrieden? Ja, ich denke, wir können jetzt auch mal mit einer Leistung zufrieden sein. Wir werden natürlich weiter trainieren, um dann auch mal ein klares Ergebnis einzufahren. Es wurden alle Spieler eingesetzt. Jeder durfte sich in die Torschützenliste eintragen, fast jeder. Und ich denke, da können wir schon zufrieden sein. Dominik, wie sehr hätte es dich gereizt, jetzt schon beim Derby dein Comeback zu feiern und auf der Platte zu stehen und mit der Mannschaft zu kämpfen? Ja, sehr natürlich. Und ich freue mich schon, dass ich hoffentlich bald auch wieder auf der Platte stehen kann und darf. Und
arbeite momentan sehr hart in der Physiotherapie und im Kraftraum und hoffe natürlich, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen das Go kriege vom Mannschaftsarzt. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass ich der Mannschaft nicht helfen habe müssen und dass sie die zwei Punkte eingefahren haben. Also auch ohne dich immer noch möglich Punkte zusammen. Schaut so aus. möchte ich ganz kurz noch zurückgehen bezüglich der Härte vom vergangenen Derby. War gab ja einen kurzen Schockmoment. Eurer Meinung nach eine verdiente rote Karte für euren Freund und Mitspieler Ivan Horvat? Ja, also auf dem Spielfeld selber hätte ich Nein gesagt, aber jetzt, wo wir die Videos gesehen haben, klare rote Karte. Sicher keine Absicht dahinter, aber er trifft ihn voll. Und ich hoffe, Lukas geht es mittlerweile wieder besser. Ja, ich denke auch, hier mal nochmal die Zusammenfassung angesehen und auch das Foul gesehen und denke auch, dass die rote Karte ganz klar gerecht war. Und auch auf diesem Weg wünschen wir dem Luki natürlich alles Gute und hoffen, dass er schnell wieder auf den Beinen ist. Und wir sind uns aber sicherlich auch einer Meinung, dass sicherlich keine Absicht oder bewusstes Foul von Ivan Horvat war, um Lukas Frühstück zu schäden. Na, auf keinen Fall. Noch zum Thema Derby. Was war ausschlaggebend für dich, Luca, dass man so klar oder so ein klares Zeichen am Sonntag setzen könnte? Offensiv wie defensiv. Was waren hier die Mittel? In der Defensive hatten wir bisher meiner Meinung nach nicht die größten Probleme. Schon noch Abstimmungsprobleme, aber der Angriff war eigentlich so unser Manko bisher. In diesem Spiel hatten wir kaum technische Fehler und kaum Fehlwürfe, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das war sicher der ausschlaggebende Punkt. Auch die bessere Chancenauswertung? In der ersten Hälfte sicher. Auch haben wir die Spielzüge zu Ende gespielt jetzt. Dominik, wie hat es von außen, von der Seitenlinie ausgesehen? Ja, ich denke auch, dass wir endlich mal das abrufen haben können, was wir auch trainiert haben. Und zum Glück ist auch der Boris Zivkovic wieder fit gewesen. Das ist auch ein wichtiger Faktor bei uns im Angriff. Der strahlt sehr viel Torgefahr aus und da sieht man einfach, dass das Spiel dann wieder dynamischer wird und ist ein wichtiger Mann für uns. Und ich denke, wenn wir alle fit sind, dass wir im Angriff eine sehr gute Mannschaft haben und mit uns immer zu rechnen ist. Das heißt, wenn Dominik Schmidt zurückkommt, sind wir eigentlich unschlagbar? Das natürlich nicht, aber dann haben wir natürlich mehr Wechselmöglichkeiten und können die anderen Spieler entlasten und können uns aus unserem breiteren Kader dann schöpfen. Ja, und die Erfahrung hat ja wahrscheinlich auch gezeigt, dass eine Saison sehr, sehr lange gehen kann und man jede Hand einfach braucht, oder? Das auf jeden Fall. Laut meinen geheimen Quellen gab der Trainer euch während der Woche frei für einen gemeinsamen, gemütlichen Mannschaftsabend. War das unter anderem, Dominik, das Geheimrezept vor so einem wichtigen Spiel? Zuerst würde ich mal die geheimen Quellen wissen. Nein, ich denke, das ist sehr wichtig für eine Mannschaft, dass man mal außerhalb was macht und nicht immer nur auf dem Training zusammen ist, sondern auch außerhalb, und das schweißt der Mannschaft zusammen. Und ich denke, dass das so ein wichtiger Punkt war, dass man gemeinsam was gemacht hat, wieder Spaß, einfach der Spaß im Vordergrund gestanden ist, obwohl die alte Mannschaft das Bowling gewonnen hat, muss man auch betonen. Und war einfach ein toller Event und ich hoffe, dass wir demnächst wieder sowas machen werden. Das heißt, sowas kann auch zusätzlich einfach auch Kraft für Spiele geben und gerade was die Stimmung betrifft, immer sicherlich ein guter Moment. Das auf jeden Fall. Vor allem waren wir jetzt ein bisschen gebeutelt am Anfang mit den Niederlagen und waren, ich würde nicht sagen in der Krise, aber ein schwieriger Start war es einfach für uns. Und es war sehr wichtig, dass wir jetzt die zwei Punkte gegen Bregenz geholt haben, vor allem fürs Selbstvertrauen, und von dem her war das sehr wichtig. Luca, wird man das in dem Fall dem Trainer in Zukunft öfters vorschlagen, wenn er weiterhin mit euch gewinnen möchte? Auf jeden Fall. Die Lösung ist es. Wir müssen noch mehr Fußball spielen im Training, das ist klar. Aber es schweißt zusammen solche Abende und man kann über Dinge reden, über die man im Training nicht spricht, und man weiß, wie es den Mannschaftskollegen sonst noch geht, und deshalb, das ist sehr wichtig. Dann bin ich mir sicher, dass der Trainer gerade vor dem Bildschirm sitzt und sich das dann auch zu Herzen nimmt. Hoffentlich den Fußball aufpumpt. Noch zum Thema Derby, aber auch allgemein zur momentanen Situation. Seht ihr es eher als Vor- oder Nachteil, gerade jetzt zum Beispiel ein Derby, vor nur 250 Zuschauern zu spielen, was die Anspannung betrifft? Ist die Motivation größer, vor vollem Haus zu spielen, Luca? Es ist ganz ein komisches Derby, ohne Zuschauer, quasi ohne Zuschauer. Die Stimmung war gut für diese 200 Zuschauer, aber die Motivation ist höher, wenn 2500 Leute in der Halle sind wie 250. Also. Geht man vor dem Spiel schon anders in ein Spiel hinein,
wenn man weiß, man muss die Motivation, und die Emotionen kommen ja doch sehr oft von den Zuschauern automatisch, wenn man dann weiß einfach, dass die Halle fast leer ist? Ja, man muss sich selber mehr pushen, die Mannschaft mehr pushen, sonst kommt das schon von den Rängen. Dominik, natürlich auch von dir möchte ich gerne wissen, ist so, gerade was Emotion und Motivation betrifft, schwieriger auch für dich, die Leistung auf die Platte zu bringen, wenn du weißt, dass du fast vor leeren Rängen spielst? Zuerst muss man natürlich mal sagen, dass wir alle froh sind, dass wir endlich wieder Handball spielen dürfen und auch vor Zuschauern. Wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie das weitergeht, aber natürlich so ein Derby, das lebt vor Emotionen und von den Fans. Jeder möchte in die Halle gehen und die Mannschaft unterstützen, und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, wenn dann auf einmal die Halle fast leer ist und dann kommt auch nicht so wirklich eine Stimmung auf. Es durften keine harten Fans mitgehen. Von dem her ist das schon eine Umstellung. Aber wir sind natürlich auch froh, dass die Spiele momentan so zahlreich live übertragen werden, dass die Fans wenigstens zu Hause uns von dem Bildschirm unterstützen können. Wobei man ja wirklich auch sagen muss, dass man Bregenz eigentlich, die das ja machbar machen wollten und Hader-Fans reinlassen wollten, aber aufgrund der veränderten Situation dann halt natürlich doch mal weniger Leute in die Halle dürften. Und ja, somit kann man Bregenz, glaube ich, könnt ihr auch Bregenz verstehen, dass sie nicht mehr Hader oder überhaupt Hader dann natürlich reinlassen konnten, oder? Ja, auf jeden Fall. Das muss man so akzeptieren. Und wenn nur 250 Leute hinein dürfen in so eine Halle, dann ist klar, dass die eigenen Fans natürlich bevorzugt werden. Hofft man so schnell wie möglich wieder vor vollem Publikum, vollen Rängen zu spielen? Ja, hoffentlich. Also ich liebe das, vor einer vollen Halle, ob die Fans für oder gegen uns sind, egal, aber hauptsächlich die Halle ist voll, die Stimmung ist gut und das motiviert viel mehr als wie vor leeren Rängen, ja. Aber prinzipiell seid ihr wahrscheinlich einer Meinung, dass ihr froh seid, wenn ihr überhaupt momentan oder dass ihr überhaupt momentan spielen dürft, als wie wieder diese lange Pause oder Spielabbruch oder Saisonabbruch sogar, sicherlich froh, oder? Das ist eine Katastrophe. Thema privat. Privat läuft es ja auch ganz schön rund bei euch zwei. Dominik, Haus schon fertig, eingezogen mit Ines, mit Jona nun auch Nachwuchs mittlerweile im Haus. Die Pause aufgrund der Verletzung zu Hause mit der Familie genossen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Verletzung denn gelegen gekommen ist, aber so habe ich jetzt mehr Zeit fürs Kind gehabt und konnte Ines daheim unterstützen. Und man muss auch immer das Positive sehen. Aber ich bin jetzt natürlich auch froh, wenn ich dann ab und zu wieder sagen kann, ich muss aufs Training und kann auch die Zeit dann in der Halle wieder verbringen. Dann stellen wir die Frage gleich umgekehrt. Was glaubst du, was jetzt Ines sagen würde, dass sie umgekehrt auch froh ist, wenn sie wieder mehr am Abend vielleicht mal ein paar Stunden alleine zu Hause ist? Oder hast du deine Rolle als Hausmann so gut gemacht, dass sie nicht mehr auf dich verzichten kann? Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt den Telefonjoker anrufen und sie fragen. Aber ja, ich denke, wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Jeder hat seine Stärken und Schwächen daheim, aber als Hausmann mache ich mich, glaube ich, schon ganz gut. Das heißt, der Bonus muss ja eigentlich riesig sein, den du dir bei Ines in den letzten Wochen und Monaten abgeholt hast, oder? Ja, vermutlich. Aber der ist ja schnell verbraucht. Luca, bei dir ist die Situation doch noch ein bisschen stressiger, sage ich mal vorsichtig. Mittendrin in der Fertigstellung des neuen Hauses nochmal Nachwuchs bekommen. Jetzt drei Frauen in einem gemeinsamen Haushalt. Vormittags arbeiten, viel Training, am Wochenende noch Spiele. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Der Tag beginnt um 5:30 und endet um 10:30. Dann bringt man einiges unter. Ja, ist eine strenge Zeit im Moment für beide, für meine Frau und für mich. Aber sie unterstützt mich, wo sie kann, und ich mache so viel, wie ich schaffe. Wann steigt die große Einweihungsparty? Wird natürlich nicht stattfinden im Moment. Aber wann ist mit der Fertigstellung und der Einzug des Hauses zu rechnen? Ende Oktober eigentlich, ja. Ist so finale Phase jetzt noch, die Möbel fertig aufbauen, und ja, dann sollte alles mal ein bisschen ruhiger werden. Das heißt, vormittags arbeiten, dann Training nachholen vom Vormittag, dann genau. Nachmittag auf der Baustelle, ja. Wieder Training. Und am Abend ins Bett, ziemlich schnell. So müde. Deine Frau Judith und die Kids Elea und Annalena sind in dem Fall aber ordentlich stolz auf dich, wie du das alles meisterst, oder? Ja, ich denke schon. Die kleine Tochter, also Elea, ist sehr stolz, wenn sie Papa im Fernsehen sieht oder beim Handball sieht, und sie versteht noch nicht, warum sie nicht in die Halle kann. Das ist noch etwas schwierig, aber sie unterstützen mich und sind, denke ich, schon stolz auf mich.
Ja, aber ist doch schön zu wissen, dass viele in dem Fall Alpla-HC-Hard-Fans nicht erwarten können, bis sie wieder in die Halle dürfen, oder? Ja, ich hoffe, dass es nicht nur meinen Kindern so geht, sondern auch anderen und anderen Familien. Das ist doch immer ein Familienevent, in die Halle zu kommen. Bleiben wir bei dir, Luca. Nun wartet die HSG Graz am Freitag. 4 Spiele, nur 2 Punkte geholt und stehen natürlich auch unter Druck, wenn man den Anschluss an die Tabellen, sage ich mal, an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will. Wird auch kein Selbstläufer werden, oder? Nein, ich denke, wir können noch nicht von einem Selbstläufer reden. Ich denke, die ganze Liga, da kann jeder jeden noch schlagen. Und Graz ist etwas schwächer wie letztes Jahr für mich, aber sie haben auch schon 2 Punkte, wir haben nur 4, also so viel Unterschied ist da nicht. Das heißt, es wird auch für euch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will. Natürlich, wir sind jetzt schon -4 Punkte auf die Spitze, also unser Ziel ist es, an die Spitze zu kommen und darum ist jetzt jeder Punkt wichtig. Dominik, wie siehst du die Chancen für dein Team am Freitag in Graz? Was muss deiner Meinung nach passieren, um die 2 Punkte auch wieder mit ins Ländle zu bringen? Ich denke, wenn wir wieder so konsequente Angriffsleistungen wie gegen die Bregenzer hinlegen und unsere Deckung, die in den vergangenen Spielen sehr gut gestanden ist, zusammen mit den beiden Torhütern im Hintergrund, dann denke ich, dass wir die 2 Punkte auch noch hart holen werden. Kann ein Erfolgsfaktor für die nächsten Wochen und Monate auch sein, dass man jetzt teilweise gesehen hat, dass die Abstimmung auch natürlich mit dem neuen Mittelspieler Marco Krsmancic vielleicht noch nicht so gefunden hat und man jetzt besser und besser sich abgestimmt hat, die Feinheiten kommen und das Timing einfach besser passt, dass auch vorne wahrscheinlich jetzt im Angriff, so wie im letzten Spiel schon, eigentlich weniger und weniger Probleme aufscheinen werden? Ja, das auf jeden Fall. Wir wissen alle, dass wir einen großen Umbruch in der Mannschaft haben und wichtige Spieler die Mannschaft verlassen haben. Und wenn dann ein neuer Mittelspieler kommt, der ist die zentrale Figur in unserem Angriffsspiel, der muss sich auch wieder zuerst zurechtfinden, obwohl er auch schon mal in Hart gespielt hat mit den neuen Kreisläufern und im Rückraum. Und der Marco kommt jetzt immer besser wieder in Fahrt und leitet das Spiel sehr gut, setzt die Spielzüge immer besser um und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und von Training zu Training immer besser wird und wir dann unser volles Potenzial abrufen können. Das heißt aber auch, dass ihr nicht nur die nächsten Wochen auch hoffentlich wieder nur trainieren werdet, sondern der eine oder andere Mannschaftsabend vielleicht dann auch wieder gemütlich stattfindet. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja gehört, dass das Erfolgsrezept gegen Bregenz war. Von dem her hätten wir nichts gegen eine Bowling-Partie wieder. Das heißt, sofern die 2 Punkte denn kommen. Das heißt, es liegt jetzt nicht an den Spielern, sondern eigentlich nur am Trainer, wie er entscheidet, ob er gewinnen will oder nicht. Ja, oder? Genau. Für diese Woche reicht Fußball im Training. Also. Dominik, mit dir würde ich gerne noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken und zwar Richtung 10.10.20. Gerald Zeiner kommt mit seinem neuen Team, Schwarz, ins Ländle und dein Comeback ist geplant. Sieht es gut aus, dass wir dich an diesem Abend wieder in der Sporthalle am See sehen können und vor allem auch hoffentlich bewundern? Ja, fix ist es auf jeden Fall noch nicht. Ich habe jetzt am Montag nochmal eine Untersuchung beim Mannschaftsarzt und dann besprechen wir die ganze Lage. Aber ich hoffe, dass ich kommende Woche wieder langsam ins Mannschaftstraining einsteigen kann und das Go von ihm kriege. Und dann werde ich auch der Mannschaft helfen, soweit es geht, am 10.10. Aber ich denke sicher nicht, dass ich 60 Minuten durchspielen könnte, gleich am Anfang schon. Aber ich hoffe, dass vielleicht für ein paar Kurzeinsätze reicht und ich gegen Gary, alten Weggefährten, die 2 Punkte klauen kann. Wie sehr fiebert man nach so einer Verletzung, nach so einer langen, erneuten Leidenszeit entgegen? Ja, sehr. Ich hätte am liebsten schon gegen Bregenz gespielt, aber das ist natürlich nicht möglich. Und oh, jetzt durch die Corona-Pause war doch sehr lange kein Spiel für mich persönlich. Und jetzt ist langsam wirklich Zeit, dass ich endlich wieder auf die Platte komme und auf dem Spielfeld zeigen kann, was ich kann. Hoffentlich auch ohne Verletzung so lange wie möglich dann auf der Platte am Stück bleibst. Oder? Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt genug Verletzungen gehabt die letzten 2 Jahre und jetzt ist es Zeit, dass ich mal eine Saison dann ohne Verletzung durchspielen kann. Wir wünschen es dir von Herzen. Luca, apropos wünschen, was wünscht man seinem Kapitänspartner bei seinem Comeback beziehungsweise nach einer erneuten Leidenszeit? Ich hoffe, dass er fit und gesund bleibt und auch gut zurückkommt. Ich hoffe, dass er gleich ins alte Schema findet, Tore schießen und sein gutes Spiel zu spielen. Ich hoffe einfach, dass er weiterhin dann gesund bleibt, endlich mal, weil er doch immer wieder Verletzungen hatte und ja, alles Gute. Danke, Luca. Wie wichtig ist es für dich und das gesamte Team, dass Dominik Schmid möglichst bald wieder retour kommt? Ja, sehr wichtig, ist eine Riesenoption für unseren Trainer auch und ist ein anderer Spielertyp wie Ivan Horvath zum Beispiel und
Ich denke, er kann Ivan entlasten, Ivan kann ihn entlasten und somit sind wir breiter aufgestellt, können wieder schneller spielen. Jetzt müssen wir ein bisschen die Kräfte einteilen über die ganzen Spiele und deshalb ist es schon wichtig, dass er bald zurückkommt. Letzte Frage. Ist es allgemein eine eurer schwersten Saison bis jetzt, Dominik, nicht bei dir natürlich nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch aufgrund der Corona-Pandemie, zuerst mehrere Wochen alleine zu Hause trainiert, dann wieder gemeinsam, Saison gestartet, dann kam, vor vollen Hallen könnt ihr im Moment nicht spielen. Wichtiger denn je, dass die Mannschaft versucht, all das auszublenden und der Zusammenhalt in der Mannschaft sehr, sehr stark ist und auch bleibt? Ja, ich denke schon. Also wir müssen als Mannschaft so oder so immer zusammenstehen. Es war keine einfache Zeit, so lange ohne Handball. Es ist dann schon wieder komisch zu beginnen und man hat sich schon daran gewöhnt, andere Hobbys gesucht und deshalb war das schon etwas speziell, diese Situation. Aber jetzt in der Halle müssen wir auf jeden Fall uns selber pushen, das ist das Wichtigste und dass jeder auf Temperatur kommt. Nicht, dass wir das Gefühl haben, das sind bessere Trainingsspiele, weil halt keine Zuschauer da sind, sondern wir müssen schauen, dass wir da wirklich auf 100% kommen, jedes Spiel. Dominik? Ja, auf jeden Fall. Vor allem die angesprochenen Einzeltrainings, die Lauferei, das war definitiv nicht meins. Ich bin ein Mannschaftssportler und ich glaube, die Mannschaft kann aus mir mehr rausholen, wie wenn ich alleine rennen gehe im Wald oder sonst irgendwo. Und das Problem ist natürlich auch die Ungewissheit. Man geht jeden Tag wieder in die Halle, man trainiert. Ich freue mich jetzt auf mein Comeback, denn aber wer weiß, was in 2 Wochen wieder ist. Wir hoffen natürlich, dass es positiv weitergeht und dass wir möglichst schnell wieder vor vollen Rängen spielen können, aber das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, dass der Verein auch da sehr gute Arbeit leistet mit dem Hygienekonzept und es ist einfach wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten, der gesamte Verein und auch als Mannschaft und die schwere Zeit überstehen werden. Am besten alle gemeinsam, oder? So ist es. Dann hätte ich zum Abschluss noch etwas Spontanes und zwar, ich stelle euch 3, 4 kurze Fragen, einfach kurze Antworten. Oh je. Luca, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für meine Frau. Dominik? Zum was zum Trinken holen für meine Frau. Dominik, wenn du dir selber einen Spitznamen geben könntest, welcher wäre das? Sheva. Ich habe einen unglücklichen. Möchtest du den sagen, oder? Nein. Ziggy. Luca, wenn du Fußballer geworden wärst, mit welchem Spieler wärst du zu vergleichen? Das, was der Schäfer will. Wie sieht der Lugo immer? Cartuso. Dominik? Ja, Shevchenko. Dominik, solltest du mal falsch liegen, wer hat das Recht, dir das auch zu sagen? Jeder. Luca? Natürlich jeder. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo ihr Unrecht habt? Jeder macht Fehler. Oh, das ist bei mir anders. Ich sage vielen Dank für die Zeit. Hat riesig Spaß gemacht. Wir drücken euch alle natürlich am Freitag in Graz die Daumen, dass ihr die 2 Punkte mit ins Ländle bringt. Und dann natürlich auch jetzt schon, Sheva, alles Gute für den 10.10. Ich hoffe, wir dürfen dich alle wieder in der Halle bewundern. Das war's für heute beim Teufelstalk. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle so bald wie möglich wieder sehen in der Sporthalle am See. Mehr als ein Sportverein. Mehr als Handball. Der Alpla HC Hart. Wir sind Spitzensport. Wir sind Jugendarbeit. Wir sind Netzwerk. Wir sind Fans. Wir sind soziale Verantwortung. Wir sind Ehrenamt. Und wir spielen um Platz 1. Der Alpla HC Hart.